und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spellforce 1, die Order of Dawn. Und ihr seid jetzt wahrscheinlich vollkommen verwirrt, warum wir uns hier in diesem Kontext in den Frostmarschen befinden. Weil wir letztes Mal ja schon in der südlichen Gottmark waren, dort schon ein paar Arbeiter produziert haben, auch schon ein paar Gebäude gebaut haben. Ja, das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Wir haben etwas sehr, 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 sehr Wichtiges vergessen. Ja, okay, vielleicht ist es gerade für einen Magier nicht unbedingt wichtig. Aber es ist... Oh, verdammt. Okay, ich gehe mal hier hin. Grundsätzlich ist es so wichtig, dass sehr, sehr schade wäre, wenn wir das nicht abschließen würden. Ich bin nämlich immer sehr verwirrt, warum wir das noch nicht abschließen können. Ja. Und ich habe in der letzten Folge, oder vielleicht ist auch schon länger her, wo man halt mit Craig und Schalach gesprochen haben über Lea und Amra. Und er hat gesagt, er hat sie allesamt Rüstung vergraben in den Düsterland. Und natürlich nach jedem Let's Play schaue ich noch verschiedene andere Let's Plays auf YouTube an. Also so ein richtiger Spellforce Hardcore-Fan. Und da habe ich doch tatsächlich übersehen, dass wir in den Düsterlanden schon waren. Ja, da wo halt so viele Skelette rumstanden. Deswegen werden wir jetzt erst einmal dorthin gehen. Zuvor aber noch nach Graufurt. Denn wir haben die Quest nicht abgegeben, die Schatten. Und da soll man auch eine recht gute Rüstung bekommen. Das habe ich übel getriggert. Weil das Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wird nicht mehr allzu lange laufen. Also da haben wir schon ziemlich alles gemacht, was es zu machen gibt. Natürlich noch die südliche Gottmark. Das wird eine ziemlich harte Karte, glaube ich. Aber was dann kommt, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das weiß ich nicht, wo wir den finden. Also irgendwo kommt der noch. Also ich bin mir entweder ziemlich sicher, dass das Spiel insgesamt noch eher recht kurz werden wird. Also dass wir jetzt schon ziemlich viel gemacht haben. Andererseits, entweder ich bin völlig verwirrt und das Spiel geht noch sehr, sehr lange. Aber wir werden sehen. Jedenfalls sprechen wir den einmal an. Seid gegrüßt. Okay. Ich bin leicht verwirrt. Gut, er hat nichts mehr zu sagen. Vielleicht bin ich auch wirklich hart verwirrt. Aber ich wüsste nicht, wo wir noch Schatten suchen sollen. Die Windwallberge. Okay, wir müssen diese Quests noch abschließen, bevor wir die südliche Gottmark betreten. Ich will das einfach abgeschlossen haben, sonst ist das Spiel zu Ende, der Endboss besiegt und wir haben die Nebenquests noch nicht gemacht. Da lohnt sich ja logischerweise auch nicht mehr die Nebenquests zu machen, wenn wir nicht, wenn wir schon... Warum brauchen wir dann die Erfahrung so quasi? Also. Du sagst. Die nördliche ist natürlich jetzt die Frage. Wahrscheinlich da. Kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass die in den nördlichen Windwallbergen sich befinden. Ist natürlich die Frage, ob wir das alleine schaffen. Alles klar.
Ist ja voll die Armee hier. Ich habe sogar eine Vermutung, wo die sein könnten. Und zwar dort oben, wo die leere Fläche war. Da haben wir so ein paar Gegner hier unten, die sind da irgendwie so in Reihe und Glied gestanden. Die haben wir. Stimmt. Das habe ich nicht aufgenommen, das habe ich. So, also heute bin ich, kurze Anmerkung, total verwirrt. Sehr, sehr stark verwirrt. Das habe ich nämlich nicht aufgezeichnet und gesagt, ich werde es bei Gelegenheit nachspielen. Und hier habe ich mir so gedacht, komisch, das ist ein hohes Plateau, da wo kein einziger Gegner sich befindet. Ich kann aber auch, also, es ist wahrscheinlich jetzt wieder so, dass hier gar nichts ist und ich hier nur Larifari rumlaufe. Also ich bin verdammt, aber das Video hat mich jetzt voll, also ich schaue so auf YouTube, da ein bisschen so surfen und so Zeug. Und hier ist diese scheiß leere Fläche, wo wirklich nichts ist. Alter, wollen die mich verarschen? Okay, ich geb's auf. Wir gehen zu den südlichen Windwaldbergen. Die haben mich tatsächlich verarscht. Und es könnte halt noch sein, dass die hier irgendwo sind. Diese scheiß Schatten. Aber vielleicht in der Kaltmark, da könnten sie noch sein. Da steht, wo habe ich... Ich habe keine Ahnung, wo ich den ersten Schatten gekillt habe. Ja, wo? Da steht Windwaldberge. Ja, okay, das ist ja irgendwie lustig. Aber ich weiß nicht, wo, südlich oder nördlich, Junge. Willst du mich verarschen? Gut, wir schauen kurz in die südlichen Windwaldberge. Vielleicht ist ja da irgendwas aufgedeckt auf der Karte. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Mhm. Interessant, hier ist auch nichts auf den ersten Blick zu erkennen. Verdammt. Wo habe ich den ersten Schatten erschlagen? Kann mir das jemand erklären? Ist das jetzt in der Kaltmark? Nee, das muss. Ich bin wirklich... Also wir werden da jetzt suchen. Suchen, suchen, suchen. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Windwaldberge? Nee. Ich bin jetzt überfragt. Wo könnten die sein? Schwierig. Wo? Schatten. Nee, das muss hier gewesen sein. Ich hätte mich doch erinnert, wenn ich die Schatten der Kaltmark erschlagen habe, weil da waren eigentlich lauter besondere Gegner. Da waren Dunkelelfen, ganz komisch, da waren Untote natürlich, da waren die Spinnen, ja doch, die Geisterzwergen. Spinnen, ja, Spinnen waren auch. Ne, ich bin total... What the fuck? Nein, was du... Warum sind hier noch Spinnen? Kann mir das jemand erklären? Hä? Hä? Ich hab die doch kaputt gemacht. Okay, hier sind die Schatten, hier sind die Schatten. Die Linien müssen halten. Stufe 20.
Das dürfte doch wohl schaffbar sein, oder? Das ist ein Hinterhalt. Gut, ich brauche mehr. Ich habe sie also doch gefunden. Krass. Wir werden angegriffen. Tot. Die werde ich doch wohl schaffen. Junge. Was könnte ich Lebenshaupt dunkle Fluch, aber das bringt nichts, oder? Ja, der bringt ja eigentlich am meisten, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich sie doch tatsächlich gefunden. Das ist ein Hinterhalt. Und ich sage euch eins, ich werde da jetzt richtig krass meine scheiß letzten 6 Punkte investieren, oder soll ich sie investieren? Wir werden angegriffen. Das ist wieder eine Frage. Ja, erst werde ich mich mal hier auf den Kampf konzentrieren und nicht ablenken da. Sonst machen wir nicht fertig. Sonst machen mich die fertig und das wäre echt peinlich. Aber ich bin so froh. Ich bin wirklich so froh, dass ich die jetzt gefunden habe. Das wäre echt schade. Das ist ein Hinterhalt. So. Die Linien müssen halten. Ja, gut. Den werdet ihr wohl schaffen. Das ist ein Hinterhalt. Das war aber in der Tat ein Hinterhalt. Also die haben mich wirklich da krass überrascht. Ich habe mir sogar gedacht, komisch, die habe ich doch alle gekillt gehabt. Die haben mich jetzt total verwirrt. Bitte Quest erfolgreich, bitte! Yes, yes! Schattenmanifest. Das muss ich Darius geben oder... Zurigo, okay. Okay, nice! Während ich mir da einmal... Okay, die sind echt schlecht. Schattenmanifest, das kann ich wahrscheinlich nicht lesen. Kann ich... Runenkrieger, zu mir! Okay, kann ich nicht lesen. Aber... Die machen wir ordentlich weg, die geben eigentlich auch keine Erfahrung, also Vorsicht, Gegner. Es ist ja nur minimal. Und sonst dürfte es hier gewesen sein. Mit dem ganzen Zeugs. Hier sind keine Spinnen mehr, außer okay, die hole ich mir auch noch, nur der Vollständigkeit wegen. Ja. Da ist auch nichts mehr, das ist auch irgendwie komisch, warum hier so eine... Da könnten sie einen Megaboss reinstellen, aber hier ist einfach nichts. Auch wie ich da das alleine gespielt habe, war hier auch gähnende Leere. Ja, und sonst ja, haben wir das mit diesen Quests. Ich habe mich schon gewundert, ist das Spiel noch so lang? Warum habe ich noch so viele Nebenquests? Aber es war alles sehr, sehr verwirrend. Gut. Okay, das... Aber es ist hier sowieso... Da fehlen noch 2. Und hier fehlen sowieso noch alle. Also muss das ja eigentlich schon länger gehen, das Spiel. Also da bin ich noch immer überfragt. Es muss länger gehen, das Spiel. Also ja... Eigenartig. Gut. Dann gehen wir nach Graufurt und endlich zu diesem Typen dort. Geben ihm das Buch. Der sollte eine Rüstung uns geben. Der sollte uns eine Rüstung geben.
nachdem er irgendwie geforscht hat und so weiter und so fort. Hier sind wir auch recht gut ausgestattet. Meiner Meinung nach, da haben wir eigentlich alle krassen Helden ausgerüstet. Du kannst, der heißt doch Rigor. Wo ist Rigor? Verdammt, das ist nicht Rigor. Das ist nicht Rigor. Wo ist Rigor? War das der Schreiber? Wo ist Rigor? Ich peinlich, peinlich. Rigor, oder? Habe ich mich nicht verlesen. Das muss doch der Schreiber sein. Goran, verdammt. Der ist in Farlomsheim, oder? Alter. Oh Gott. Also, das Gedächtnis ist schon irgendwie ein seltsames eine seltsame Apparatur. Das Gedächtnis. Zahnrad? Nee. Sandur, oder? Gibt es auch so einen Spruch, weil du hast ein Gedächtnis wie eine Sanduhr? Nee. Da gibt es auch irgendeinen Spruch, der fällt mir jetzt auch nicht ein. So viel zum Thema Gedächtnis. Also schon irgendwie bedenklich, wenn man so viel vergisst. Handelsposten, oder? Ja, das musst du einfach sein, sonst bin ich echt beleidigt, Junge, wenn du das jetzt nicht bist. Ja, da bist du ja, oder? Okay, das ist der Falom. Hier steht doch dieser Zwergen, nicht dieser Zwerg, dieser Schwarzmagier oder was auch immer das für ein Magier sein mag. Das müsste jetzt endlich der Rigor sein. Aber man muss auch bedenken, ich habe das Spiel jetzt wieder ein paar Tage länger nicht mehr gespielt. Folglich hat man... Oh Gott sei Dank, Rigor. Folglich hat man ein wenig Gedächtnislücken. Was ist jetzt schon wieder? Bei einem der Schatten fand ich dieses Buch. Ein Buch? Was sollte ein Phantom mit einem Buch anfangen? Ihr müsst euch irren. Seht selbst. Das Manifest der Schatten. Dann stimmt die Legende also doch. Dieses Buch wurde einst von einem wahnsinnigen Dunkelelfen verfasst. Es lagerte in den Archiven von Graufurt, bis es eines Tages auf geheimnisvolle Weise verschwand. Man fand den Bibliothekar erfroren im Archiv. Die Schatten selbst müssen es geraubt haben. Hier, der Text berichtet von einem Schattenkristall, der Quelle ihrer Macht. In einer alten Feste des Lichts, verfallen und verflucht, steckt er in einer Wand. Von hier aus strömen die Schatten in unsere Welt. Wo immer auch dieser Ort ist, ihr müsst euch dorthin begeben. Findet den Kristall und reißt ihn heraus. Dann hat der Spuk ein Ende. Ich habe wieder nicht verstanden, wo wir jetzt hin müssen. Egal, also Schattenmanifest ist die Macht der Schatten von einem Kristallsplitter. Rigor konnte aus dem Schattenmanifest ersehen, dass die Macht der Schatten von einem Kristallsplitter ausgeht, der in der alten Festung des Lichts in einem Wandspalt steckt. Ich bin sowas von überfragt. In eine Festung aus Licht. Shit. Es könnte halt wieder in den, Klagen der Steine. Da müssen wir sowieso noch hin, denn dort düster, das gehört nämlich auch zu den Düsterlanden. Und dort verbirgt sich etwas, das wir mit Sicherheit wollen. Also. Hallo? Wo bist du? Ne, Graufurt ist falsch. Ich sehe, klagende Steine. Innere Festung. Ist das die Festung aus Licht?
Ja. Ja. Nein! Nein! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Du geh dorthin. Denn wir werden auf dieser Map einen gewaltigen Kampf ausfechten. Glaub mir. Und hier oben ist das die Festung. Also, wenn ich nicht komplett in Bezug auf mein Gedächtnis kaputt bin, die schaffen wir diesen Stufe 10, oder? Vorsicht, Gegner! Es wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen, bitte. Ja, ja, das sind schon ein paar mehr. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden hier jedenfalls einmal ein paar Arbeiter produzieren in der Zwischenzeit, während ich hier mal mit meinem Helden denen auf die Finger klopfe. Schafft es der Homunculus eigentlich? Wo ist er denn? Ist er schon tot? Hallo Homo irgendwas? Der ist doch verdammt schon, der ist doch tot jetzt schon, oder? Alter, willst du mich verarschen? Du kannst von mir aus den schön eines reinwürgen. Schön würgen. Wo ist er denn? Ah, da, okay. Der ist zwar ein bisschen angeschlagen, was also nicht allzu praktisch. Bitte 50 Stein, ihr schafft doch 50. Können wir gleich hier einen Steinbruch herbauen, sonst ist ja sonst Katastrophe. Gut, als erstes produzieren wir hier Runenkrieger, zu mir! Einmal ein paar untote Diener, Stufe 10. 4 ungefähr dürften reichen, hoffe ich zumindest. Wir speichern noch einmal auf die klagenden Steine. Ja, okay, von mir aus. Was steht an? Und los! Lasst uns anfangen. Das Problem ist bei Zwergen, die können keine Türme errichten. Sonst könnten wir hier schöne Türme aufstellen, denn da ist etwas. Habe ich denn in meinem Let's Play eigentlich gefunden, also die Folgen vorher? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ich glaube, den habe ich völlig übersehen. Also hier, meine Freunde, liegt etwas, das wir begehren. Das wir sehr, sehr, sehr stark begehren. Lol, der hält das sogar aus. Krass. Krasser Boy. Alter, wie stark ist der? Oh, wir sollten vielleicht nochmal speichern, bevor wir dort rauf uns bewegen. Ja, die, glaube ich, hauen uns ziemlich schnell kaputt mit unserem eher schwachen Helden, würde ich sagen. Lol. Lol. Bitte nicht sterben, meine Lieben. Was auch untote Goblins, stimmt, das sind untote Goblins. Aber mit Stufe 25, wenn das ein Problem darstellt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter mit unserem schlechten Hans. Mit unserem schlechten Low Bob.
ist ein Hinterhalt. Du kannst den aber Schmerzen bereiten. Schöne Schmerzen, aber das bringt dir scheinbar nichts. Das ist halt auch eine sehr, sehr ungünstige Position, meiner Meinung nach. Aura der Starre könnte man natürlich dann auch. Oh Gott. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Fragezeichen, komme ich da je wieder raus? Besonders weil ich ja so viel Schaden mache, die kriege ich ja gar nicht down. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Und die heilen sich anhand der untoten Goblins. Ist auch eher unpraktisch. Vorsicht, Gegner. Jetzt möchte ich doch mal was probieren. Ja. Wir werden angegriffen. Aber das ist jetzt. Bitte greif einen deiner Kumpanen an. Nicht mich, bitte. Die Linien müssen halten. Die Linien müssen halten. Ja, gut, ich halte durch. Ich halte durch. Das dürfte wirklich kein Problem sein. Gibt es Arbeit? Ja, hier gibt es Arbeit. Und zwar Eisenarbeit. Gut, du bleibst da und baust ein kleines, aber feines Haupthaus. Runenkrieger, zu mir! Die sind auch in der ganzen Map verstreut, also interessant. Ich höre das Spiel. Resch ans Berg. Gut, ihr holt noch. Oh, du arbeitest gar nichts. Ja, dann werde ich dir gleich einmal zu etwas Arbeit verhelfen. Vorsicht, Gegner! So. Schön den Tod reinbürgen. Und Schmerz gleich nachbestellen. Standhalten, Männer. Da gleich noch einmal das gleiche Szenario. Die Linien müssen halten. Oh, auch so, der hat nicht ganz. Dem hat es nicht ganz gereicht. Dann halt noch einmal. Schaden habe ich jetzt gemacht. 25 kann das denn sein? Okay. Vorsicht, Gegner! Noch einmal, ja, ich schaffe das. Das ist eigentlich easy. Solange sie nicht Stufe 20 oder 30 haben, sehe ich hier keine gröberen Bedenken. Allerdings, das hier ist wiederum ein Bedenken. Dann muss ich wohl mit meinem Homunculus, der hier wahrlich treue Dienste leistet, angreifen. Alter, wie viele hier rumlaufen? Warum sind die ganz komplett verstreut hier? Oh mein Gott, er kommt doch. Er kommt tatsächlich darauf. Was wollt ihr? Guckt in die Hände, Männer! Ja, 7 schaffst du das? Das tut verdammt weh. Der schafft es nicht. Der schafft es nicht. Nein. Nein. Lasst uns anfangen. Wird gemacht. Nein, nein, nein. Hilfe, Hilfe. Was wollt ihr? Greift ihn an. So helft. So helft ihn. Nein, nein, nein. Das ist das Ende. Wir haben einen wertvollen Mitstreiter verloren. Könnt ihr das glauben? Gibt es Arbeit? Wir haben einen unserer treuesten Begleiter und Freunde verloren. Homunculus, der uns sogar den Meister nannte. Gibt es ihn Arbeit? Und nicht und niemand Geringeres wir haben wir verloren. Unser treuerster Freund. Halt. Na, warte, lasst uns anfangen. Ich bin betrübt. Ich bin
wirklich. Kann man denn nie in Ruhe arbeiten? Ich bin wirklich, wirklich, wirklich erdrückt von diesem Schmerz. Ich höre nichts nützen. Das Gebäude ist fertig. Wow. Er hat. Tötet ihn! Ich hasse ihn! Ihr wünscht gemacht. Ich hasse ihn. Tötet ihn. Ich hasse ihn auf ewig. Beschäftigt ihn in der Zwischenzeit. Beschäftigt ihn. Und du kommst jetzt auch dran. Kann man denn nie in Ruhe arbeiten? Ich höre, das Gut. Gebäude ist fertig. Der ist so lange mal beschäftigt. Eine Mondsilberhalle, ja, die brauchen Guck wir die auch. Hände, Ihr wünscht, wird gemacht. Ich höre. Runenkrieger, zu mir! Zauber haben wir sonst auch keine allzu guten, muss ich ehrlich sagen. Den schaffst du doch wohl jetzt, oder? Das ist eine Katastrophe. So, aber bald haben wir es endlich geschafft. Das ist eine Katastrophe. Und dann widmen wir uns das wird euch Amra höchstpersönlich. Höchstpersönlich. Das ist natürlich wir die Frage, zeigen. Was wir brauchen. Brauchen genügend Wachmänner? Ich fürchte ja nicht. Ich fürchte nicht. Wir brauchen schon ein paar Verteidiger. Da! Gib ihm's. Ruf die Miliz! Sag ich schon, gib ihm's. Ich meine natürlich, gib. Gib's ihm. Okay. Ich bin heute auch schon wieder leicht übermüdet, deswegen leichte Gedankenverwirrung und so weiter und so fort und so. Ja. Ist halt so. Kann man nichts machen. Ja, vielleicht auch ein bisschen Gedächtnistraining. Würde wirklich nicht schaden. Muss ich ehrlich zugeben. Ruf die Miliz! Ruf die Miliz! Ich höre. Ihr seid meine letzte Rettung. Beschäftigt ihn! Na, wartet! Beschäftigt ihn. Die ist halt richtig krass, gell? Der ist schon krass, der Boy. Mein Hammer wird dich zermalmen. Okay. Im Aufbau. Gibt es Arbeit? Verdammt, wir brauchen noch eine große Waffenkammer. Nö. Das Gebäude ist fertig. Eine meiner leichten Stürmer steht an. Nied half zur Ehre. Nö. Ich krieg gleich die Krise, Junge. Ein Hinterhalt. Na, wartet. Oder schaffe ich es vielleicht sogar mit Wachmännern? Wird schwierig werden. Wir probieren es einfach mal mit genügend Skeletten bzw. untoten Goblins. Das ist eigentlich die beste Lenz, ist ein schwachsinniger Zauber. Auf niederstufige Viecher wirkt er, aber die schaffen wir auch mit einem Totschlag. Und auf hohe, also hochstufige Viecher, wirkt er einfach nicht. Hinterhalt. Na, obwohl wir es gerade für diese bräuchten. Aber naja, man kann nicht alles haben, oder? Mein Hammer wird dich an allem entschlossen. Die leiden wirklich. Tut mir leid, meine Freunde. Aber ihr bekommt jetzt ein wenig Unterstützung. Das Gebäude ist fertig. Was wollt ihr? Ein Hinterhalt. Na, warte. Eine meiner leichtesten Übungen. Die Ahnen Was steht an? Uns. Und so gut wie erledigt. Der zweite Wachmann, Alter, wie stark ist der denn? Junge,
Was steht an? Resch ans Werk. Der ist halt schon krass. Der haut meine Ding kaputt, als ob es nichts gewesen wäre. Was wollt ihr? Was ist eine Falle? Alter, Alter. Verwalter. Gibt es Arbeit? Ja, das wird ein Meisterwerk. Aber die geben irgendwie recht gut Erfahrung, kann das sein? Ich war doch vorher bei den Schatten noch bei dieser Stufe ungefähr. Oder war das durch die Abgabe der Quests? Das kann natürlich auch gewesen sein. Das kann es natürlich auch gewesen sein. Was wollt ihr? Schweinezucht. Guckt in die Hände, Männer! Das brauche ich einfach, tut mir eine leid. Eine Einheit wurde aufgewertet. Lass sie nur kommen! So, jetzt bauen wir den da. So viel wie möglich. Okay, es sind nur 4 möglich. Scheiße. Oh, kommt nur her! Ja, vielleicht schaffen wir es auch ohne. Gänzlich ohne. Das wäre natürlich toll. Müssen wir nicht stundenlang verbringen, nur wegen einem Grabstein. Aber dieser Gegner hat's in sich. Hier fiel Amra im ehrenvollen Kampf. No! No, no, no! Ah, Hilfe! Hilfe! Der, ja, nicht der untote Goblin, sondern der bereitet mir ein wenig Sorgen und das wird wahrscheinlich nicht wirken. Nee, kann ich vergessen. Oh, abhauen, 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 abhauen. Das ist ein Hinterhalt. Das ist äußerst unpraktisch. Vorsicht, Gegner! Abhauen, 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 abhauen! Jaha! Das ist gewaltig unpraktisch. Ja, das ist natürlich der Vorteil eines Magiers. Er kann schön von der Ferne aus die Leute kaputt machen. Vielleicht schaffe ich ihn sogar. Ah, es ist halt ein bisschen schwierig. Weil wenn der einmal zuhaut, dann bin ich auch ordentlich wir werden angegriffen. Beschädigt. Oder? Komm schon, hau ab da. Zu mir. Bist du lebensmüde, Mann? Wir werden angegriffen. Jo, der haut ordentlich rein. Der haut ordentlich rein. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es recht gut, die anderen Gegner Runenkrieger, ein zu wenig mir. Zu massakrieren. Vorsicht, Gegner! Aber der haut mich. Hilfe! 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 Das ist ein Hinterhalt! Hilfe! Leben! Ich brauche dein Leben! Gib es mir! Runenkrieger! Zu mir! So, Schmerz. Ich glaube, du bist aber gegen so ziemlich alles widerstandsfähig, oder? Ja. Verdammt. Aber ich hol mir gleich dein Leben, Junge. Okay, das mag er nicht, aber Schmerz wirkt ganz gut, kann das sein?
Das ist halt Katastrophe mit einem Magier. Ich möchte es nur mal kurz sagen. Pestilenz wird halt auch nie und nimmer wirken. Pestilenz, bitte? Nee. Ich wirke jetzt so lange Pestilenz, bis es irgendwann einmal wirkt. Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt. Das kann ich vergessen. Hilfe. Ich wollte doch nur... Alter Verwalter, du bist so unsympathisch, mein Freund. So unsympathisch. Irgendwann kriege ich dich. Dann bist du Pestilenz geschädigt. Ja, okay, in der Zwischenzeit können wir wohl nichts anderes tun, als du ein paar Typen zu produzieren. Wie viel willst du noch abwehren? Ich kann nicht mehr, Junge. Standhalten, Männer! Pestilenz, Junge, Pestilenz in dein Gesicht. Falls du eins hast, okay, der hat ein Gesicht, der schaut auch nicht ganz gesund aus. Sorry! Das ist doch wohl ein Witz, oder? Oder der starre Aura der Trägheit, ach so wunderbare Zauber, einfach nur wundervoll. Ich liebe es. Nee. Ah, habe ich denn jetzt bessere Zauber eigentlich? Stufe 10, Stufe 12? Nee, ich habe keine Stufe 10 Zauber. Es ist schon sehr traurig. Tot, 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 alles tot, 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 aber nichts ist so toll, toll, toll. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist ja so toll. Todesschlag. Please. Das ist der große. Großen Nachteil. Ja. Genau das ist der riesige Nachteil. Da kriegt man wirklich die Krise. Krisensitzung, was machen wir jetzt? Der Stufe 30, also wow. Da könnte noch etwas dauern. Etwas länger als befürchtet. Das, was ich gerade sage, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Nur zu! Etwas länger als befürchtet.
Das macht so irgendwie gar keinen Sinn. Kann das sein? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Verdammt. Nö, okay. Wenn wir es jetzt mit denen nicht schaffen, wo ist der Feind? Dann haben wir ein Problem. Ich habe nämlich Zwergestufe. Ach so, gibt's hier. Nee, hier gibt's kein Runenmonument. Schade. Schade, schade, schade. Trolle, ich bräuchte Trolle. Ach so, hier haben wir Stufe 9. Okay. Schlecht. Einfach nur schlecht. Den müssten wir es doch schaffen, oder? Please, please. Aber der ist wahrscheinlich etwas stark. So stark habe ich die Befürchtung. So stark für meine Armee mit fast 20 Leuten. Auf mein Zeichen. It is not funny, please. Ja, mit Zauber kann ich eh vergessen. Das ist ja so Teil. Richtig nice ist das. So was für nice. Ja, und wir werden kläglich scheitern, das steht jetzt schon fest. Immerhin können die ordentlich zuwerfen, also mit ihren schönen Hammern. Machen immerhin viel Schaden. Du kannst von mir aus auf mich drauf gehen, das stört mich jetzt gar nicht. Das ist ein Hinterhalt. Wenn wirklich halt auf dich einmal Lebensraub, das wird gar nicht. Der haut mich wirklich kaputt. Standhalten, Männer! Das ist euer letzter Fehler. Verdammt! Kommt nur her! Die ziehen ganz schön viel Mana ab, das finde ich. Das ist halt einfach. What the fuck? Bitte funktioniere endlich einmal! Einmal, mehr hätte ich nicht verlangt. Nur ein einziges Mal und du hast es mir verweigert. Ja, wir scheitern an diesen. Ja, okay, das Ende aller Hoffnung, das sagt der Name schon, das ist nicht gerade das Optimale. Die Ahnen rufen uns. Ja. Was soll man da noch dazu noch sagen? Wo bist du? Mehr davon. Startmenü sage ich dazu. Kampagne sage ich dazu. Holding Mounds. Also klagende Steine. Spiel laden. So viel sage ich dazu. So viel. Doch so wenig. Shit. 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 Lasst uns anfangen. Ja. Was steht an? Ja, ja. Gemacht. Und los. Kinderspiel. Eieieiei. Wie viel habe ich da jetzt losgeschickt? 1, 2, 3, 4, 5, also genau, okay, passt. Was wollt ihr?
Was steht an? Lasst uns anfangen. Bauen, Schweine. Schon so gut wie erledigt. Ihr wünscht? Das wird ein Meisterwerk. Eine Schweinezucht. Schweinezucht. Mehr Schweinezüchte. Wir wollen die Leute hier noch züchtigen. Züchtigen. Ja, vielleicht hätte ich ihn. Ich glaube, mein Schwarzmagier ist halt einfach ein schlechter Charakter. Der kann einfach gar nichts. Tut mir wirklich leid. Der wird auch gegen den Seelschmied verkacken. Ich werde einfach bei den nächsten Spielen nur noch auf Krieger gehen. Den Ultrakrasse-Krieger. Dann schafft man einfach alles. Dann ist man auch rundum glücklich und zufrieden mit einem Krieger. Was will man mehr? Tja, eigentlich sollte ich jetzt schlafen gehen, weil es ist schon so spät. Aber den werde ich doch wohl noch schaffen, oder? Please. Ja, mit meiner Mana wahrscheinlich nicht, aber okay. Okay. Was wir definitiv brauchen. Verteidiger. Verdammt, ich muss ein... Okay, ich kann 25. Ah, oh, das dauert wieder lang. 400. Shit. Nein, please not. Please not. Der wäre vielleicht auch gut. Ja, Kriegspriester wäre vielleicht auch. Da bauen wir noch ein Sanktuarium. Nur zu! Ein Sanktuarium. Wo ist der Feind? Was wollt ihr? Ein Sanktuarium will ich, ja. Ist natürlich nur die Frage, wo ich das finde. Steinmetz, Schmelze. Sanktuarium. Weil wir es können und ihr könnt von mir aus auch noch ein scheiß Haupthaus hinbauen. Nö. Ihr wünscht, buckt in die Hände, Männer. Ihr nicht, ihr. Gibt es Arbeit? Großes Haupthaus. Ihr. Was wollt ihr? Schweinezüchte. Ich will die Leute züchten. Buckt in die Hände, Männer. Das habe ich schon mal gesagt. Nur um das noch einmal zu verdeutlichen. Da kriege ich auch jetzt ein bisschen Eisen. Endlich. Und ich kann jetzt einmal... mit meiner Neugier mal hier rüber gehen, weil da steht ja irgendwas von Splittern. Den wir entfernen sollen. Ich habe keine Ahnung, wo sich der verbergen soll. Vielleicht sogar hier, oder? Aber hier sehe ich keinen Splitter. Aber ich werde einfach mal hier rüber gehen. Aber sonst hier ist doch nirgends ein Splitter, oder? Nee. Kein Splitter hier oben auch nicht. Hier vielleicht? Hier ist auch kein Splitter. Lesen wir noch einmal ganz kurz. Rigo konnte aus dem Schatten manifestieren, dass die Macht des Schatten von einem Kristallsplitter ausgeht, der in einer alten Festung des Lichts in einem Wandspalt steckt. Das sagt nicht viel aus. Das sagt gar nichts aus. Vielleicht kommen wir aber auch noch in späteren... Ah, das könnte sogar sein, dass wir erst später dazu kommen. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir gar nicht sicher. Nö. Hier ist schon mal nichts. Ach, und hier wird auch nichts sein. Gut, zurück zu unserer Streitmacht.
lasst uns anfangen. Schweinezucht, Schweinezucht, Schweinezucht. Verdammt, hier ist kein Platz mehr für noch Schweinezucht. Das Gebäude ist fertig. Das ist gut, dann können wir gleich mehr Arbeit. Achso, das ist nicht das große Haupthaus, ich dachte schon. Das Was wollt große, ihr? Da können wir mehr Arbeiter produzieren. Dem ist aber nicht so, deswegen noch ein Nahrungslager. Nahrungslager. Wo bist du, mein Schatz? Ich höre eine meiner leichtesten Übungen. Ihr seid jetzt Lasst uns auf, anfangen. Was steht an? Schon so gut wie erledigt. Ihr wünscht, das wird ein Meisterwerk. Das ist auch ungünstig, sogar sehr Was ungünstig. Was steht unterwegs? Das ist sehr... Und los. Eine Mondsilbermine. Das ist ausgesprochen ungünstig. Verdammt. Jawohl. Der steht echt blöd. Der sieht uns, wenn wir hier da... Ja, der sieht uns, der hat gute Augen. Das erkennt man daran, dass sie rot sind. Wenn man rote Augen hat, dann sieht man sie so für gewöhnlich sehr gut. Für gewöhnlich. Nahrungslagerchen. Oh mein Gott, der braucht halt schon viel, also. Ich glaube, den schenken wir uns, oder? Gibt es Arbeit? Jawohl. Oder. Schon unterwegs. Bitte hier keine, wie heißt die, Amras Rächer oder so ähnlich. Wächter, Amras Wächter. Die wären nämlich stark. Kinderspiel. Und los. Alter, das darf mir wohl nicht wahr sein, oder? Ich krieg hier keine... Schon so gut wie erledigt. Oh mein Gott. Ich krieg hier keinen guten Platz. Zum Bauen. Wir speichern noch mal kurz. Die Folge wird wieder ewig. Aber das... Dann lassen wir sie halt eine ewige Folge sein, wenn sie auch 2 Stunden geht. Ist mir jetzt einerlei. Dann werde ich schon noch schaffen. Believe. Die haben auch ein bisschen übertrieben mit der Arbeiteranzahl, aber okay. Übertreiben ist ja zwischenzeitlich auch einmal ganz nett. Das ist schon eher unsympathisch. Deswegen an dieser Stelle würde ich sagen, wir wagen einen Angriff. Wir wagen einen Angriff. Auf mein Zeichen. Also, Angriff, Männer. Wo ist er denn? Hier ist er. Angriff. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Auf meinen Befehl. Meine Axt wartet schon. Komm mit festem Schritt voraus. Nur du könntest... Ah, genau, eine Aura der Trägheit. Bitte. Standhalten, Männer. Bitte, lass ihn träge werden. Er braucht das. Sonst ist er wirklich... unsympathisch. Wir werden angegriffen.
Der ist schon krass, der Boy. Die Ahnen rufen uns. Ihr seid wirklich. Ihr seid wirklich nur blöd. Zu. Das ist eine Falle. Auf geht's. Marschieren los. Alter, wie krass ist der bitte? Alter. Lasst sie nur kommen. Nee, ich geh. Endlich hat er mal ein bisschen Schaden gemacht. Es war ja nicht auszuhalten. Hier. Standhalten, Männer. Runenkrieger, zu mir. Hilfe. Hilfe. Das ist ein Hinterhalt. Hilfe! Die Ahnen rufen uns! Aber warte mal, jetzt können wir nachproduzieren. Nachproduzieren mehr, bitte! Bitte, wir werden es doch wohl schaffen! Das ist euer letzter Fehler! Hier bin ich. Wow, kommt nur her. Aber wir schaffen ihn nicht. Wir schaffen ihn nicht. Wow, kommt nur her. Wir schaffen ihn nicht. Lasst sie nur kommen. Wir schaffen ihn nicht. Bitte. Das ist eine Falle. Mehr davon. Los. Wow, kommt nur her. Nein, nein. Zu mir. Auf geht's! Kampfbereit! Auf geht's! Nicht funny. Not funny, definitely not. Definitely not. Was ist denn das? Zu allem entschlossen. Was ist denn? Auf geht's! Und jetzt heilt es sich, oder? Er ist bald wieder full life, oder? Seh es doch kommen. Wie schön. Einfach nur schön. Und ihr lasst uns baut anfangen. Jetzt einfach unendlich viele Schmieden. Schon so gut wie erledigt. Und wenn ich sage unendlich, dann meine ich auch unendlich. Was wollt ihr? Endlich kann ich mehr Einheiten produzieren. Ist natürlich die Frage, ob es die Ressourcen zulassen. Mehr Einheiten zu produzieren auf dieser Map. Ich könnte das jetzt. Das Gebäude ist fertig. So ein bisschen problematisch. Ne, das zahlt sich nicht aus. Gibt es Arbeit? Ich baue jetzt einfach unendlich viele Spiele. Eine meiner leichtesten Übungen. Was steht an? Buckt in die Hände, Männer. Was wollt ihr?
Was steht an? Unterwegs. Schon so gut wie erledigt. Ich höre. Kinderspiel. Nied half zur Ehre. Lasst uns anfangen. Schon so gut wie erledigt. Mehr. Ich baue ganz viele Verteidiger, die sind so. Das müsste doch jetzt einmal schneller gehen, Jungs und Mädels. Lasst uns anfangen. Nied half zur Ehre. Ich höre. Nied half zur Ehre. Was wollt ihr? Resch ans Werk. Geht es jetzt schneller? Fragezeichen. Ja, okay. Das Mondsilber wird knapp. Nice. Das Eisen wird fast knapp. Dann bauen wir halt noch ein paar Kriegspriester. Das habe ich beim vorigen Durchlauf vergessen. Ich glaube, die können schon ordentlich die Leute wieder heilen. Zerstörer, glaube ich, bringt nicht viel. Gibt es Arbeit? Ja, sogar sehr viel Arbeit, und zwar hier oben. Kinderspiel. Hier gibt es noch ein Eisenvorkommen, das ich unbedingt brauche. Vielleicht hätte ich auch eine Schmelze bauen sollen. Ich hätte es tun sollen. Wir haben kein Eisen mehr. Okay. Dann müssen wir uns wohl oder übel zurücklehnen und den Arbeitern zusehen, wie sie lange brauchen, bis sie endlich zum Eisenvorkommen kommen. Ihr wünscht? Du kannst dich auch schon mal auf den Weg machen hier oben. Jetzt habe ich 30. Das Gear wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Der hat sich jetzt wahrscheinlich wieder geheilt. Wie toll. Ja, schau dir das an. Ja, schon langsam ist auch wirklich die Hoffnung entschwunden. Den habe ich ein wenig unterschätzt. Aber nur ein wenig. Was wollt ihr? Und los. Kinderspiel. Und los. Genau. Spuckt in die Hände, Männer. Ich brauche eine Mine. Lasst uns anfangen. Das wird ein Meisterwerk. Eine Mine. Und keinen Minnesänger, sondern eine Mine. Sonst noch irgendwas verbessern? Ja, ohne Ressourcen geht das auch nicht zu verbessern. Zahlt sich also in Summe alles gar nicht aus. Da brauche ich 1500.
1500. Sollen wir es vielleicht jetzt wagen mit 33? Wir werden wieder versagen, ich sag's euch. Lol, wir haben den Phönixstein. Okay, ach ja, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Für was braucht man das eigentlich? Ist das irgendwie irgendwas nützlich? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Utah? Schwert von Utah, ist das der Greifentyp? Utah Greifenstahl, kann das sein? Ah. Ich bin leicht verwirrt. Sind da schon. Wo kann ich diese 6 Punkte noch verbrauchen? Also, wir haben hier. Aber das ist alles schlecht, oder? Leichte Kriegskunst. Da brauchen wir leichte Kriegskunst. Leichte Kriegskunst. Soll ich es wirklich in leichte Kriegskunst stecken? 9 bis 15. Das wäre halt schon nice, gell? Schlagwaffen. Ich glaube, ich stecke es in kleine Schlagwaffen. Ich mache das jetzt einfach. Also, leichte Kriegskunst. Neue Fähigkeit. Ne Blödsinn. Verdammt. Ja, und da haben wir das Problem. Das habe ich jetzt wieder nicht bedacht, dass man ja hier Geschicklichkeit 26 braucht. Stimmt ja. Ist mir jetzt egal. Soll ich das jetzt so lassen? Ich habe nicht gespeichert, kann das sein? Ach, ich lasse das jetzt so. Ist mir ehrlich gesagt jetzt vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht. Ich hasse Schwarzmagier. Ich hasse Schwarzmagier.
Was kann ich da jetzt im Endeffekt? Ich kann eh nichts Gescheites benutzen. Ich kann gar nichts benutzen. Ne, ich kann nichts benutzen, weil das alles scheiße ist. Außer das, Stufe 1, oder? Wow. Respekt. Ach, und heilen. Heilen könnte ich auch was rein. Was habe ich heilen? Stufe 1. Das bringt wahrscheinlich nichts, weil es ja Magie 1. Ich habe nicht einmal weiße Magie 1, die habe ich alle verkauft. Hahaha. Dornenstild. Ich habe nie. Das war so eine sinnvolle Investition. Wow. Das war wirklich sinnvoll. Kriege ich gleich die Krise. Jetzt müsste es dann ja schön langsam irgendwie dann doch wohl funktionieren, oder? Oder verkacke ich es dann wieder? Das ist die große Frage, die uns hier stellen wird. Schaffen wir den Gegner? Schaffen wir ihn oder wird er uns wieder zeigen, wer hier die Hosen anhat? Ja, okay, so viele Hosen hat er auch nicht an, aber... Scheinbar doch die Schwerter gefallen mir zumindest. Also das sind zwei richtig krasse Schwerter. Geht es los? Endlich wieder kämpfen. Kampfbereit. Also wenn es diesmal nichts wird, ich speichere mal Folie Plus 1, dann lade ich von ganz von vorne und lasse den Quest einfach aus, wenn es diesmal nichts wird. Dann gehe ich wirklich schlafen. Sonst scheint dann die Sonne und ich habe die ganze Nacht nicht durchgeschlafen. Und das ist äußerst ungesund. Macht das nicht. Schlafmangel beschränkt den, wie heißt der Bereich, Bereich des Kurzgedächtnisses oder so weiter. Irgend sowas. So in der Art ungefähr. Ja, Schlafmangel ist ja grundsätzlich nicht gut. Meine Axt wartet schon. Zu allem entschlossen. Marschieren los. Auf geht's. Marschieren los. Jetzt keinen Fehler machen. Nur keinen Fehler. Hier bin ich. Jetzt hau rein, hau rein! Ja, endlich mal 24 Schaden. Das darf ja nicht wahr sein. Wir werden angegriffen. Ja, bitte mach ihn kaputt.
Vorsicht, Gegner! Wir nehmen trotzdem eine Aura der Trägheit. Das wird ihn doch wohl hoffentlich ein wenig verlangsamen. Bitte, bitte, tu es einfach. Jo, er bleibt stecken, kann das sein? Er macht gar nichts mehr. Haben wir ihn festgepackt? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Nur zu! Ihr seid so kernbehindert. Echt jetzt. Alle entschlossen, schieren los. Auf geht's. Geht es los? Endlich wieder kämpfen. Vorsicht, Gegner! Wir haben ihn festgepackt. Das ist schon mal recht vorteilhaft. Kampfbereit! Ja, ja, danke. Danke für den Bug. Du hast mich gerettet. LOL. Wir werden angegriffen. Okay, der hält aber nicht so viel aus, oder? Oh, der killt mich, der killt mich. Nein, du killst mich nicht. Vorsicht, Gegner! Oh mein Gott, oh mein Gott. Amra, was tust du mir da an? Schwerer Kriegskurs. Das kann ich nicht verwenden. Warum habe ich mir das angetan? Ich hatte noch eine Hoffnung, einen kleinen Funken Hoffnung, dass es vielleicht Stufe 25 oder so sein könnte. Diese Hoffnung ist somit begraben. Für ewig, für ewig, für ewig. Was soll man dazu noch sagen? Schaut euch diese nette Rüstung an. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen? Es darf doch nicht wahr sein. Rüstungsklasse 100. Mehr als 50% besser als meine Rüstung. Ja, wahrscheinlich 120% besser. Schwarze Magie plus 20. Mentalmagie plus 10. Schaut euch diese Stats an. Das ist ja unglaublich. I mean, what the fuck? Gut, dann würde ich sagen, wir speichern. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir setzen in der nächsten Folge fort. Denn momentan muss ich ja mal diese Rüstung erst verdauen. Und den Faktum, dass wir sie nicht benutzen können, das muss ich jetzt mal sitzen lassen. Muss ich eine Nacht drüber schlafen, meine Nerven beruhigen. Dann würde ich sagen für diese Folge, gute Nacht.